Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Freundinnen von Bye Bye Beauty. Ich lese heute den letzten Teil vom ersten Teil dieses Buches und es geht um das Gespräch zwischen Jenny, der Tochter Marie und auch dem Ehemann Tom. Also bevor sie nach Los Angeles fliegt, sehen sie sich nochmal. Aber das werde ich euch jetzt vorlesen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das ist immer so die gleiche Zuschauerzahl oder Zuhörerinnenzahl und das freut mich natürlich sehr. So, und auch eure Kommentare, dass ihr euch immer auf die nächsten Lesungen freut, das ist wirklich ein ganz tolles Kompliment. Ich habe mir mal so ein Ding da hier auf den Kopf gemacht, damit mir die Haare nicht immer ins Gesicht fallen. Also, wir waren stehen geblieben, dass Jenny ihr, also das Lieblingsessen von Marie kochen wollte. So. In Gummistiefeln liefen Mutter und Tochter und ein fröhlicher Labrador an den See. Jenny mochte die Stimmung am See, egal bei welchem Wetter. Heute glitten Nebelschwaden übers Wasser hinweg, die Trauerweiden hingen tief und der Wind blies ihre trüben Gedanken natürlich nicht einfach so davon, denn beide standen auf einem Schlachtfeld emotionaler Tretminen. Und wenn es stimmte, dass man die Hälfte seiner Beziehungszeit brauchte, um über eine Trennung hinwegzukommen, na dann konnte Jenny gleich einpacken, dann wäre sie kurz vor der Rente. Es musste andere Möglichkeiten geben, solche, in denen man die unangenehmen Gefühle verdrängte und einfach weitermachte. Als allererstes bedeutete dies null Kontakt zu der kriminellen Person, die einen ins Abseits geschossen hatte. Das Gedankenkarussell anhalten, wenn einen plötzlich die wundervollen Momente in den Würgegriff nahmen. Dann sollte man sich erinnern, was man alles an ihm hasste. Das war schon mal ein guter Vorsatz. Viele Cocktails trinken, weil man sich nach einer Trennung einfach mies fühlen durfte, das war auch in Ordnung. Heulen und dann doch weiter daran glauben, dass es den einen gibt. Diese ganze Gefühlsduselei mit der Überschrift »Der Glaube an die große Liebe starb eben zuletzt«. Also du musst dich auf jeden Fall ablenken, sagte Jenny betont ernst zu ihrer Tochter. Tue irgendetwas, damit du nicht in Versuchung gerätst, ihn doch anzurufen. Und das Wichtigste überhaupt ist was? Fragte Marie. Die absolute Oberprioritätstrennungsregel lautet, schau dir bloß keine Fotos an, wo er sexy aussieht und du glücklich. Marie schniefte und fragte, sag mal Mama, woher nimmst du das eigentlich alles? Ich meine diese Klarheit. Jenny kickte einen Stein vor sich her und meinte lapidar, ach weißt du Süße, das habe ich von Carrie. Carrie? Du meinst die Carrie? Genau, ich sag nur Sex in the City. Und schon summten beide die Titelmusik gleichnamiger Serie. Ihre Statements passen einfach immer, sagte Jenny trocken. Die Drehbuchautoren hätten wirklich einen Frauenversteher-Oscar verdient. Nach dem Spaziergang machte sich Jenny in der Küche zu schaffen. Marie sollte ihr Lieblingsessen bekommen. Die Zutaten für die Kalorienbombe, Spaghetti alla Carbonara, hatte jede gute Hausfrau immer parat. Dazu Feldsalat und Himbeerdressing mit gerösteten Pinienkernen. Für die Mousse au Chocolat erhitzte sie noch schnell im Wasserbad eine Tafel dunkle Schokolade. Ein Glas guter Shiraz rundete die Henkersmahlzeit perfekt ab. Marie zündete Kerzen an und kaum, dass sie saßen, stand plötzlich Tom Arschloch Erdbeerstein in der schönen großen Küche. Das duftet aber lecker. Kann ich auch was haben? Fragte er so selbstverständlich, als wäre nichts. Gerade hatten sie nicht an ihn gedacht und prompt tauchte er auf. So war das immer. Man glaubt, alles wird gut, hat gerade notdürftig die schlimmsten Wunden versorgt und schon wird wieder alles aufgerissen. Sag mal, deine Barbie kann wohl nicht kochen. Er guckte verdattert und begrüßte seine Tochter. Tu dir keinen Zwang an, sagte Jenny. Setz dich ruhig. Danke. Also ich weiß, dass ich hier nicht sein sollte, aber ich wollte dich noch mal sehen. Und, was soll das bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht so genau, aber er stotterte herum. Lass gut sein, Tom. Jenny knallte temperamentvoll einen Teller Spaghetti vor ihm hin, setzte sich und während sie ihr Glas Rotwein in einem Zug leer trank, sah sie ihn wütend dabei zu, wie er sich ihr Essen schmecken ließ. Genieß es, sagte sie irgendwie schon verbittert. Tom hielt inne und blickte auf. Am linken Mundwinkel klebte etwas Soße. Jenny zeigte mit dem Finger in seine Richtung und sagte, du hast da was. Tom darauf lässig, das gehört dahin, und aß weiter. Auf einmal lachten alle drei gleichzeitig los. Da war er wieder, der Tom. Situationskomik pur. Man machte ihn peinlich berührt auf einen Makel aufmerksam und er kommentierte es als das Selbstverständlichste der Welt ab. Ein Umstand, der ihn ungeheuer sympathisch machte. So etwas konnte nur Tom. Marie sah abwechselnd zu ihnen hin, ließ die Gabel in den Teller fallen und fragte, »Und das wollt ihr aufgeben? Ich meine diesen Humor!«
Tom sagte nichts, Jenny zunächst auch nichts, aber einer von ihnen beiden musste jetzt irgendetwas sagen. Jenny dachte, jetzt, wo wir alle zusammen sind, sollten wir ehrlich sein. All die Schönrederei und das unter den Teppich kehren brachten gar nichts und machten keinen Sinn. Marie, du weißt, dass wir dich lieben, begann Tom. Es tut mir leid, dass wir es nicht besser hingekriegt haben. Oh nein, sorry, dass ich es nicht geschafft habe, korrigierte er sich selbst. Was tut dir leid, schrie Marie dazwischen. Hilfesuchend blickte Tom zu Jenny, die sagte, kommt, lasst uns nicht streiten, es tut weh und es ist normal, dass es weh tut. Während Jenny und Marie in ihre Teller starrten, schaufelte Tom die Nudeln emsig weiter in sich hinein. Als er fertig war, seine Mundwinkel gesäubert hatte, setzte er an. Ihr Süßen, sorry, was ich uns angetan habe, ich weiß, es ist unverzeihlich, ich bin wirklich ein Schwein. Was sollte man daraufhin antworten, dachte Jenny. Ja, er hatte sie zerstört. Und jetzt? Also ich möchte euch erklären, was mit mir los ist. Du kannst es trotzdem nicht ungeschehen machen, konterte Marie sofort zurück. Nein, kann ich nicht, stimmte Tom zu. Aber es ist alles viel komplizierter, als ihr glaubt. Jenny und Marie sahen sich an und warteten gespannt auf das, was er sagen wollte. Etwas unsicher begann Tom damit, dass sich im Laufe der letzten Zeit bei ihm eine gewisse Unruhe eingeschlichen hatte. Eine Unruhe darüber, ob er so weiterleben wollte, obwohl ja alles gut war. Er wollte herausfinden, ob gut für ihn ausreichte oder er doch noch nach dem Das Beste kommt noch streben sollte. Das ist ja interessant, gab Jenny zu verstehen. Du hättest mich in deine Gedankengänge einweihen können. Auf die Idee, dass ich vielleicht auch in einer Findungskrise stecken könnte, bist du natürlich nicht gekommen. Warum auch? Findungskrise. Ja, genau das ist die richtige Beschreibung, bestätigte Tom ihren Einwand. Und ja, es stimmt, ich habe dich dabei übergangen. Erst an unserem letzten gemeinsamen Abend nach deinem Fotoshooting, als du dich so über diesen ganzen Jugendwahn aufgeregt hast, da ist mir klar geworden, dass du dich auch mit Problemen herumschlägst und wir unbedingt darüber reden müssen. Haben wir aber nicht, du wolltest schlafen. Glaub mir, ich wollte reden, aber dann sah ich in deine wunderschönen Augen und dachte, nein, das kann ich ihr nicht antun, nicht jetzt, irgendwann vielleicht. Also hielt ich die Klappe, was die Sache nicht besser machte. Tja, das große Schweigen der Männer, siehst ja, wo es hinführt. Also ich möchte darauf zurückkommen, was ich euch eigentlich erklären will. Ich bin Ende 40 und da beginnt auf einmal die Suche, ohne zu wissen, was man eigentlich finden will. Es ist dieses von der Jugend Abschied nehmen, selbst wenn sie in den letzten Jahren nur noch so eine eingebildete Jugend war. Jenny zog spöttisch eine Augenbraue nach oben. Tom schien aus dem Konzept geraten zu sein. Er trank einen Schluck Wein und versuchte es weiter mit seinen Erklärungen. Gut, also ich habe noch keine Platte und keinen Wohlstandsbauch, aber die leise Ahnung, das Leben muss doch mehr sein als ein Ablauf von Tagen, Wochen, Jahren, Schritten auf der Karriereleiter nach oben und. Das alles machte mir klar, dass ich nicht mehr in Hülle und Fülle über Zeit verfüge. Der Zenit ist praktisch erreicht. Und jetzt? Jenny lehnte sich zurück und meinte, nicht nur Männer wollen dem Phänomen Sinnsuche auf die Spur kommen. Ich hatte einfach das Bedürfnis, Zeit für mich zu haben. Tom, du hättest alles Mögliche machen können, argumentierte Jenny sichtlich verärgert. Ich hatte aber keinen Bock auf adulte Formen des Pfadfinderlagers in Anlehnung seliger Zeiten. Auch nicht auf irgendwelche Selbstfindungs-Happenings mit wechselnden Themen in versifften Männercamps. Das ist doch alles nur eine Flucht vor sich selbst. Ach, du redest von Flucht. Flüchtest aber in andere Betten und setzt deinem Altern eine junge Frau entgegen. Also, wie ist das denn einzuordnen? Das, liebe Jenny, ist unterste Schublade. Ich weiß, zumal du, liebe, du warst immer so zauberhaft zu mir. Ist dir das bei deinem Lebenswandel überhaupt noch aufgefallen? Kam sie nicht umhin, ihn zu fragen? Oder sagst du das nur so? Nein, das sage ich nicht nur so daher. Ich wusste, ich konnte die heißeste Frau mein eigen nennen und hatte auch immer ein schlechtes Gewissen. Er räusperte sich kurz, sah Jenny betreten an und sprach weiter. Aber weißt du, dieser andere Teil, wenn ein Mann plötzlich nur noch mit seinem Naivist schon denkt, dieser Teil war stärker in mir, als ich mir eingestehen wollte. Shit happens. Wir haben unsere Welt nicht mehr miteinander geteilt, Tom. Das ist das Schlimme. Ja, ich kann es aber nicht rückgängig machen. Nein, antwortete Jenny. Und ihr fiel ein so dämlicher, aber passender Vergleich dazu ein, den sie irgendwo mal gehört hatte. Sie sagte, wisst ihr, das, was ich jetzt sage, klingt zwar etwas kitschig, aber eine Beziehung ist wie so ein Designerschuh. Egal wie schön oder wie teuer er war, wenn er nicht passt, dann ist es eine Katastrophe. Tom schaute sie verständnislos an. Diesen Vergleich raffte er anscheinend nicht, wo doch immer behauptet wurde, wie einfach Männer gestrickt seien. Marie löffelte derweil die ganze Mousse Schokolade in sich hinein und Jenny fand es gut, dass sie alle am großen Küchentisch beieinander saßen. Jeder wusste, woran er war. Wie es allerdings weitergehen sollte, das stand noch in den Sternen. Tom schenkte Wein nach, nahm Jennys Hand, küsste sie und sagte, Liebes, lass es mit uns nicht zu Ende sein. In seinen Augen lag ein Flehen und Jenny vermied es, ihn länger anzuschauen.
Weißt du, erst jetzt wird mir klar, was ich aufs Spiel gesetzt habe. Das kann man wohl sagen. Sie wusste, dass sie meilenweit von einer Versöhnung, wenn überhaupt, entfernt waren. Der Schmerz saß tief in ihr. Sie dachte, das ist so gemein, was er jetzt tut. Und das alles vor Marie. Nur damit er wieder im rechten Licht dasteht und ich als die Böse, die nicht darauf eingeht. Sie wollte sich nicht mehr von ihm einfangen lassen, egal was er jetzt noch alles aus seinem SOS-Emotionshut herauszauberte. Denn ganz macho beherrschte er die Kunst der Verführung aus dem Stand heraus. Nur eben nicht mehr bei Jenny. Er behandelte sie stets locker und leger und hätschelte nicht. Dies zu akzeptieren, fiel Jenny nie leicht. Zu gerne hätte sie ihn manchmal als Frauenversteher gesehen. Er hielt sie aber immer irgendwie emotional an der langen Leine. Nicht, dass er sie verhungern ließ, aber Jenny musste ständig wie eine Blöde darum kämpfen, endlich von ihm wie eine Frau behandelt zu werden. Sie wollte etwas von ihm, was alle Frauen wollen. Sich anlehnen und mit ihm Germany's Next Topmodel schauen zum Beispiel. Aber für Tom Ego Macho existierten immer nur seine Maßstäbe und dementsprechend ging er mit ihr um. Bis Jenny alle ihre Erwartungen über Bord geworfen hatte und sie diejenige war, die sich ihm immer wieder schmachtend an den Hals geworfen hatte. Er sagte einmal zu ihr, dass sie kein Wespengesicht geheiratet hätte, sondern einen richtigen Kerl. Und dann tat sich in ihr die Frage auf, ist es nicht so, dass ein Mann eine Frau mehr lieben sollte, als sie es selbst tat? Wenn Frau zu sehr liebt, akzeptiert und verzeiht, ist sie irgendwann, früher oder später, der Loser. Zu viele Kompromisse bringen einen irgendwann dahin, dass sie kompromittierend für eine selbst sind. Man befindet sich plötzlich nicht mehr im eigenen Leben und dieses Überschreiten der unsichtbaren Grenze ist gefährlich. Zu lange hatte Tom sein Ding alleine durchgezogen, das Vertrauen war verschossen und zwar mit jedem von ihm fremdgegangenen Fick. Nein, dachte Jenny, so will ich das alles nicht mehr. Mich zerreißt es, aber ich komme darüber hinweg. Sie sagte, Tom, wir hatten eine wunderbare Ehe, solange sie dauerte und ich kann mich nicht daran gewöhnen, die Nummer zwei zu sein. Jenny, du bist meine absolute Nummer eins. Sie lächelte ihn müde an. Möglicherweise sollte ich dir einmal sagen, was ich will, auch wenn ich keine 20 mehr bin. Ja, sag's mir, was willst du? Für mich wirst du immer die wunderbarste Frau der Welt sein. Seine Worte verwirrten sie immer wieder. Also, ich bin eine Frau, begann sie, die immer die ganz große, wirkliche Liebe leben wollte, und zwar mit dir. Eine in deinen Augen vielleicht völlig lächerliche, unpassende, alles verzehrende, nicht leben können ohne den anderen Liebe. Und jetzt? Stille. Keiner sagte ein Wort. Jenny sah ihren Mann eine kleine Weile an, bevor sie zu Ende sprach. Und nein, ich denke nicht, dass sich diese Liebe hier in unserem schönen, perfekten Haus noch findet. Oh Mann, es ist alles meine Schuld, hielt Tom schnell dagegen, um zu retten, was für ihn noch zu retten war. Doch Jenny ging nicht mehr darauf ein. Stattdessen sagte sie, irgendwo ist es deine Schuld, aber auch wieder nicht. Für alles gibt es ein Verfallsdatum. Tom, ich liebe dich noch, aber eben nicht mehr so, wie eine Frau ihren Mann lieben sollte. Tom sprang auf und schlug mit der Faust gegen die Wand. Ich bin so ein Arschloch. Bitte, Jenny, lass dir alle Zeit der Welt und entscheide noch nicht jetzt. Das war wirklich verrückt. Die ganze Situation hatte eine Wendung genommen, die sie wieder in diese Trösterrolle abdrängte. Tom, das nicht erhörte Opfer, und Jenny, die Täterin. Sie sah auf die Uhr. Es wurde immer später. Wir alle drei sind erwachsen und werden eine vernünftige Lösung finden. Jetzt muss ich ins Bett. Morgen früh geht mein Flieger nach Los Angeles. Was? Was willst du denn da? Jetzt mischte sich Marie ein. Mama fliegt zu Viggo Andersen und macht eine Homestory von ihm. Ha, wow. Herzlichen Glückwunsch, meinte Tom nicht gerade hocherfreut. Höre ich da eine Spur Zynismus? Na, was soll ich denn sagen? Der Typ sieht gut aus, er ist reich und hat mir anscheinend ein Auge auf meine Frau geworfen. Soll da heißen? Ich erhebe Einspruch. Komm schon, Tom, das ist doch lachhaft. Okay, ich habe mir alles selbst angetan und nun bekomme ich eben die Quittung. Peng. Jenny stand auf, gab Marie einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn und als sie an Tom vorbeiging, hielt sie kurz inne, beugte sich zu ihm herunter, küsste ihn leicht auf den Mund und sagte, du kannst hier vorerst wieder einziehen, solange ich weg bin, dann sehen wir weiter. Wie ein geprügelter Hund sah er sie an und Jenny musste sich wegdrehen, um nicht doch wieder schwach zu werden. Ich kann dich doch zum Airport fahren, sie überlegte kurz, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich doch lieber ein Taxi nehmen. Er stand auch auf, gab seiner Tochter einen Kuss und ging zur Tür. Jenny begleitete ihn. Er nahm ihre Hand und presste sie theatralisch an seinen Brustkorb. Ich kann nicht ohne das. Du wirst es überleben, versuchte Jenny, die Wucht seiner Worte abzuschwächen. Ich versuch's. Er zog sie an sich und vergrub seinen Kopf in ihrem Haar. Verdammt, du riechst so gut nach zu Hause, setzte er noch nach. Tom, hör auf damit. Kann ich dich anrufen? Es war unglaublich. Tom benahm sich wie ein Lover. Sie fragte, wieso siehst du mich so an? Wie sehe ich dich denn an? Na so, als würdest du jetzt auf eine Belohnung warten, antwortete Jenny leicht amüsiert. Bekomme ich noch einen Mitleidskuss? Komm, gib mir noch einen Kuss.
Jenny küsste ihn flüchtig. Das reicht nicht. Sie lachte kurz auf und küsste ihn nochmal. Oh, ich liebe diese Lippen. Jenny wurde ganz schwindelig und machte sich los von ihm. Was passiert hier gerade mit Ihnen? Ich erinnere mich, wie es früher war, sagte er plötzlich und eine gewisse Sehnsucht schwang in seiner Stimme mit. Was meinst du? Naja, als ich erregt vor deiner Haustür stand und mir vorgestellt habe, wie du wohl aussiehst und was du anhaben könntest. Eine Welle der Erinnerungen überflutete sie. Erwartungsvoll, was er noch sagen könnte, sah sie ihn an. Und dann, als du die Tür geöffnet hast, war da dieses Leuchten in deinen wunderschönen Augen. Er nahm ihr Gesicht in seine Hände. Du hattest nicht diesen enttäuschten Blick, so wie jetzt. Tom, du warst mal meine Zukunft und nun? Ja, was bin ich denn jetzt noch für dich? Nun bist du meine Vergangenheit. Oh nein, das schaffst du nicht. Ich werde irgendwie immer um dich sein. Mann, ich weiß auch nicht, wie es so weit kommen konnte, sagte sie resigniert. Mensch, kannst du mir nicht sagen, dass alles wieder gut wird, Süße? Sie machte einen Schritt weg von ihm und schüttelte leicht den Kopf. Scheiße, 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 fluchte er leise und nahm sie wieder in die Arme. Ich bin glücklich, dass wir uns so lange hatten. Ja, und nun ist es irgendwie vorbei. Wir haben uns eben ausgeliebt. Du sagst das so emotionslos. Fühlst du Erleichterung? Nein, fühle ich nicht, aber ich denke, das, was du jetzt alles sagst, ist so ein auf die Schnelle Wiedergutmacht-Ding. Wir waren einmal glücklich miteinander, fast wie im Märchen. Aber wenn man das Glück zu lange achtlos behandelt, zerbricht es. Mann, ich fühle mich total mies. Ich hab's versaut, stimmt's? Tom, ich war wie eine Schlafwandlerin. Und ich halte das nicht mehr aus. Was soll ich machen? Was würde dich glücklich machen? Etwas, was du mir noch nie richtig geben konntest. War ich so ein Arsch? Nein, nicht immer. Also, wenn wir zum Beispiel ein letztes Mal Sex haben könnten, was denkst du, wie wäre das für dich? Ohne zu zögern, antwortete sie darauf, das wäre ein trauriger Abschied. Komm, lass uns traurig sein. Das glaube ich jetzt nicht. Was willst du von mir, Tom? Ganz einfach, ich will in meinem eigenen Bett neben der Liebe meines Lebens aufwachen. Ihre bisher geführten Gespräche über Trennung und Verlust waren nicht so, wie man das von anderen immer hörte. Im Gegenteil, Jenny fühlte sich noch zu ihm hingezogen und sagte deshalb, willst du bleiben? Nichts würde ich mehr wollen, antwortete er, wie aus der Pistole geschossen. Und etwas später dann folgendes Gespräch. Also, die sind dann zusammen ins Bett gegangen. Mann, wir sind noch so gut, dafür würden wir echt einen Oscar bekommen. Red nicht so, Tom, dabei musste sie irgendwie schmunzeln. Ich merke schon, du bist nicht ansatzweise so begeistert wie ich. Oh nein, es war gut. Es war gut? Also du warst heute so still und verhalten, nicht so laut wie früher als wir. Tom, lass das bitte. Warum? Ach, weißt du, ich mag es nicht, wenn intimste Momente zerredet werden. Tom küsste sie. Aber du hattest doch einen, oder? Er schaute fragend. Einen ganz kleinen, ja? Bitte sag ja. Jenny sagte immer noch nichts. Nicht mal so einen kleinen Mikroorgasmus? Also das beunruhigt mich schon. Er warf sich in die Kissen zurück. Weißt du, Tom, wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Ja, aber zwischen uns ist noch immer dieses Feuer und unsere wundervollen Geschlechtsorgane. Na, du weißt schon, Bella und Picasso, die wissen nichts von unseren Problemen. Wir sollten sie einfach raushalten. Jane musste lachen, seine Wortwahl war einfach genial. Tom, der Verführer, darin war er perfekt. Komm, gib mir doch eine Chance, ja? Du setzt mich unter Druck, Tom. Na, das will ich natürlich nicht. Wie viele waren es? Ach, Jenny, das willst du nicht wissen. Glaub mir, keine ist mit dir zu vergleichen. Ich sag dir jetzt was. Ein Altar für deine Vagina. Mensch, Tom, was soll das? Du bist total irre geworden. Ja, bin ich. Zwischen uns, weißt du, da war von Anfang an diese Leidenschaft. Ich weiß nicht, als ich dich das erste Mal gesehen habe, so wie Gott dich schuf, bevor er weiterreden konnte, unterbrach sie seinen Redeschwall. Oh nein, stopp. Die Betonung liegt auf wahr. Jenny, ich liebe dich so sehr, dass diese einfachen Worte viel zu schwach klingen. Da war er, der berühmte Satz, dachte Jenny den Tränen nahe, aber einfach zu spät. Mich berührt das auch immer, wenn ich das lese. Und vielleicht ist es nicht, es ist vielleicht für manche Zuhörerinnen etwas ungewöhnlich, wie die beiden miteinander reden nach diesem Fiasko. Aber die sind nun schon ihr halbes Leben zusammen und irgendwo lieben sie sich einfach noch, obwohl das Vertrauen natürlich im Eimer ist. Aber sie können irgendwie nicht voneinander lassen. Und ich finde, dass sie sich auf eine sehr schöne, erwachsene und auch humorvolle Art und Weise streiten, unterhalten, sich auch Vorwürfe machen. Und das ist, ich finde, sehr liebevoll. Dennoch, obwohl das Ding ja eigentlich durch ist mit den beiden. Das ist so ein, ja, Wunschdenken würde ich nicht sagen, aber so kann man auch miteinander umgehen. Ich kann das nur bestätigen, dass man das kann.
Das erfordert natürlich sehr viel Toleranz vom Partner oder von beiden und auch eine Ehrlichkeit und auch ein Respekt und eine Achtung. Ich finde, selbst wenn man sich trennt, sollte man noch eine gewisse Achtung gegenüber dem anderen haben und nicht vergessen, dass es eben auch sehr schöne Zeiten gab und auch nicht vergessen, warum man sich den Partner mal ausgesucht hat. Im Leben gibt es keine Garantien, es ist nichts kalkulierbar, es kann jeden Tag alles geschehen. Und wenn sich jemand, egal ob jetzt Mann oder Frau, in einen anderen Menschen verliebt, ist das tragisch, sehr furchtbar für die zurückbleiben. Aber es ist menschlich, es kann passieren, man steckt da nicht drin, man nimmt sich das ja nicht vor. Und allerdings hat Tom sich ja schon einiges vorgenommen. Er hätte einfach mit Jenny reden sollen und da wäre wahrscheinlich, hätte man vieles abbiegen können. Also, ich werde dann nächste Woche beim zweiten Teil beginnen. Also, die liebe Jenny fliegt dann nach Los Angeles und was sie da erwartet und wie sie sich da fühlen wird, das werden diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, einige Damen haben sich das ja schon gekauft. Danke dafür. Und ja, dann sehen wir weiter. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag oder wann immer ihr dieses Video schaut. Eine schöne Zeit. Ich grüße euch ganz herzlich und see you soon.